Haben wir vergessen, warum wir überhaupt im Süden, in den Süden marschiert sind? Sollen wir über ein Leichenheer herrschen? Hast du überhaupt eine Ahnung, wie schwer es ist, tote Leute zu besteuern? Deine Behandlung der Einheimischen ist ziemlich kurzsichtig. Wir allein folgen den Geboten des Oberherrn. Da Archont Nevat Stimme schwingt sein juwelenbesetztes Zepter, als wolle er seine Worte mit einem Dirigentenstab betonen. Du hörst die Stimme von Erd in deinem Kopf. Das ist absurd. Wir wollen Gnade und Frieden bringen, doch Ash kennt weiterhin nichts als erbarmungsloses Gemetzel. Sagt der, der den Chor beherrscht. Ich habe dein Lager gesehen, Mensch, das ist furchtbar. Wir beschreiten den noblen Pfad der Toleranz, Akzeptanz und Vergebung gegenüber dem Feind, werden die Geschmähten. Nehmt gerne jeden einzelnen Stufenmann und jede einzelne Stufe vor in einem Grab oder einem Käfig sehen würden. Und doch gelten wir als böse, als schändlich. Ja, von wem? Wir können mit Sicherheit annehmen, dass Kürz zumindest ein bisschen Blut vergießen wünscht, sonst hätte er nicht die Gespähten geschickt. Ich beabsichtige, den Chor zu ehren und euch Gefangene zu bringen, aber um sie lebend zu fangen, hätte ich eine ganze Gruppe Krieger mit Netzen benötigt. Aha, also kam der Befehl, euch ständig wie ein unerträglicher Arsch zu benehmen von Kyros selbst? Gute Arbeit, das sollte zutreffen. Der Wart zu beleidigen ist nicht so gut. Das mit dem Netzen klingt auch nicht so toll. Nehmen wir das da. Sophistry becomes you, Fatebinder. But we think the disfavored were sent to learn from our example. What other reason would the Overlord have for slowing us down with such a burdensome ally? Spitzfindigkeit passt zu dir, Schicksalsbinder. Wir glauben aber, dass die Geschmähten geschickt wurden, um von unserem Beispiel zu lernen. Welchen Grund sollte der Oberherr sonst haben, uns mit einem derart beschwerlichen Verbündeten aufzuhalten? Kairos' Day of Swords approaches, and our allies in the disfavored in the court refuse to work with us. There is clearly only one reason for this. Graven Ash and Tunon have allied against us. You conspire to rob us of our deserved glory. Kyros zeigt das Schwert naht und unsere Verbündeten bei den Geschmähten und am Gericht verweigern sich mit uns zusammenzuarbeiten. Dafür kann es eindeutig nur einen Grund geben. Graven Ash und Tunon haben sich gegen uns verbündet. Ihr verschwört euch gegen uns, um unseren wohlverdienten Ruhm zu rauben. Als der Archon sein Zepter wie verrückt durch die Luft schwingt, hinterlässt er in der Luftsmarkt grüne Spuren. Er gestikuliert immer wieder. Du hörst die Stimme von Erd in deinem Kopf. Wir sehen, wie es wirklich ist und ihr seid alle gegen uns. Genug Zankerei, uns bleibt kaum noch Zeit für die Eroberung der Schicksalshalle. Verschwörung? Ihr seid derjenige, der sich die ganze Zeit über wie ein Narr verhalten hat. Nichts sagen. Wenn ihr zwei nicht bereit seid, zusammenzuarbeiten, werde ich euch als Tunons Schicksalsbinder befehlen. Sagen wir mal nichts. You conspire to rob us of our... Ihr verschwört euch gegen uns und uns um unsere. Da ich konnte Geheimnisse hält abrupt inne und sein Körper erstarrt einen Augenblick lang, während seine Bronzemaske rotiert. Daraufhin blickte dich ein neues Gesicht an. To rob me. Of life. I struggled as best I could, but I could not shield the Legion's secrets. I'm sorry, Father. Um mich meines Lebens zu berauben. Ich habe mein Bestes getan, aber ich konnte die Geheimnisse der Legion nicht beschützen. Verzeih mir, Vater. Aus dem Archonten ertönt eine hastig sprechende Stimme eines jüngeren Mannes. Einen Augenblick später schlägt der Archont sein Zepter gegen seine Maske, worauf sich die bronzige Masse wieder in ihre Ausgangsstellung zurückdreht. Du hörst die Stimme von Nerad in deinem Kopf. Beacht uns gar nicht. Unsere Kräfte überrumpeln uns manchmal. Diese kleinen Echos tauchen immer in den seltsamsten Momenten auf. You sick fuck. Du kranker Scheißkerl. Der Echo des Krieges ballt seine Faust und starrt Nerads Stimmen grimmig an. In seinem Gesicht zeichnet sich aufwellende Wut an. Erklär mal diesen Wahnsinn. So that is what became of my son, Brennix. I knew the Oathbreakers didn't kill him in captivity. You will pay for this.
But you knew this already, didn't you? Er hatte einen Sohn und eine Tochter. Also das ist aus meinem Sohn Brennix geworden. Ich wusste, dass sie die Eidbrecher, die in Gefangenschaft umgebracht hatten. Dafür wirst du bezahlen, aber das wusstest du schon, nicht wahr? Binder, I will not work with this perverted piece of garbage. And I'm a few seconds away from pretending there's no blue flag in my tent. As the voice of Tunon, you must choose which of us has the right to take Ascension Hall, for there will be no unity between our armies. Schicksalsbitter, ich werde nicht mit diesem perversen Stück Abfall zusammenarbeiten. Außerdem stehe ich nur kurz davor, so zu tun, als gäbe es in meinem Zelt keine blaue Flagge. Als Stimme Tunons musst du dich entscheiden, wer von uns das Recht hat, die Friemelfahrtshalle zu erobern. Denn zwischen unseren Armeen wird es keine Einigkeit geben. With whom do you stand? Auf wessen Seite stehst du? Die Maske von der Stimme. Die Maske von der Stimme kippt zur Seite, als er nach vorne stürzt und dir mit seinem Zepter droht. Im Zelt wird es stimmen. Still die Versammlung schaut erwartungsvoll zu dir. Deine Stimme vernarrt in deinem Kopf. Für Kompromisse ist es nicht die Zeit. Einer von uns wird die Ehre haben, diese glorreiche Eroberung zu Ende zu bringen. Wir wissen, dass du weise wählen wirst. Ihr werdet zusammen gegen die Zitadelle von Vendrins Brunnen ziehen oder überhaupt nicht. Die Geschmähten werden vorne der Chorwirt führen. Ich weiß, ich werde es bereuen, aber ich nehme das Erste. You test my patience, Fatebinder. We did not ask for a weak compromise that leaves all parties unsatisfied. Whom do you support? Are you going to let the Scarlet Chorus traitors have their way? Or will you stand by Kairos' true disciples, the disfavored? Ich wusste, dass das passieren wird. Schicksalsbinder, du stellst meine Geduld auf die Probe. Wir sollten keinen schwachen Kompromiss, der keine der Parteien zufriedenstellt. Wir wollen, wollen keinen schwachen Kompromiss. Wen unterstützt du? Willst du den Verräter des Schachhort Kursi gewinnen lassen? Nein, den Geschmähten. You honor us, as I knew you would. You have made the right choice. The disfavored have stood at the forefront of battle since the first days of the war. And now, we have the honor of winning this final battle. Ich will nämlich auch keine Leichenberg von scharlachroten Kriegern vor der Stadt liegen haben. Du ehrst uns, wie ich es von dir erwartet hatte. Du hast die richtige Entscheidung getroffen. Die Geschmähten stehen seit den ersten Kriegstagen an vorderster Front und jetzt haben wir die Ehre, diese letzte Schlacht zu gewinnen. Grave Nash salutiert dir, wobei seine Faust mit donnernden Schäppern auf seinem Brustpanzer niederfährt. Our beloved Chorus! We have too many lives to protect. We can't allow your foolish decision to destroy us all! Unser geliebter Chor, wir haben zu viele Leben zu schützen. Wir können nicht zulassen, dass uns deine närrische Entscheidung alle vernichtet. Das ist nämlich der Hauptgrund, wenn wir... Nerwat hat Angst, dass die Geschmähten ihm zu viele Rekruten wegnehmen, indem sie sie töten. Der Archont strahlt ein brillantes Marktgrün aus und das Zelt scheint vom Geplapper deines geschäftigen... Und das Zelt scheint vom Geplapper eines geschäftigen Marktplatzes erfüllt worden zu sein. Das Zepter, das er normalerweise wie eine Spielzeugrequisite hält, umklammert er nun wie einen schlagbereiten Knüppel. Nein, wir haben nicht so hart geschuffelt, damit uns am Ende unser rechtmäßiger Ruhm verwehrt wird. Du wirst mit den Geschmähten sterben. Okay. Du wirst es wagen, mir und unserem Gast vom Gericht Schaden zu verfügen. Die Luft knickt vor Elektrizität, als Grave und Ash seinen Hammer zum Zuschlagen anhebt. Ouch. By Kairos' word, this means war! How did it come to this? By Kairos' word, das bedeutet Krieg. Wie ist es dazu gekommen? Als aus der Bewusstlosigkeit erwachst, siehst du Graven Ash mit seiner Hand in den Lichter werdenden Nebel schlagen, wo nur noch Augenblicke zuvor in der was Stimmen stand. Ich sah, wie ihr euch vor mich gestellt habt. Danke. Just old soldier reflexes. Couldn't be sure if it was trying a simple illusion or a bolt of fire. Either way, needed to be sure my guest didn't perish in my war tent. Wouldn't be able to live that one down. Nur der Reflex eines alten Soldaten. Ich konnte mir nicht sicher sein, ob er bloß eine Illusion oder einen Feuerblitz versuchte. Ich musste in jedem Fall sicher gehen, dass mein Gast nicht in meinem Kriegszelt fallen würde. Hätte ich mein Leben lang nicht gut machen können.
Möchtet ihr wirklich gegen den Chor in den Krieg ziehen? Nein, wir werden die Himmelsfahrtshalle ohne den Chor erobern. Yes. And instead of having false allies on our side, at least we can march on the Citadel knowing full well who is friend and foe. And it goes without saying, the Disfavored need you now for this glorious battle. Please speak with the Iron Marshal. She will give you the specifics of our plan. Fürwahr, und anstatt falsche Verbündete an unserer Seite zu haben, können wir zumindest um sicheres Wissen, wer Freund und Feind ist, gegen die Zitadelle marschieren. Selbstverständlich brauchen dich die Geschmähten nun für diese ruhmreiche Schlacht. Bitte sprich mit dem Eisenmarschall, sie wird dich in die Einzelheiten unseres Plans einweihen. Möchtet ihr wirklich gegen den Chor in den Krieg ziehen? What other choice am I given? It is clear the voices of Narat would endanger all of us out of vanity. Besides, we all know when this war is over, someone must rule and protect the Tears. So I will start protecting the Tears from the depravity of the Scarlet Chorus. Oh Gott, ich werde tun und einiges zu erklären haben, wie ich aus dieser Scheiße wieder draußen bin. Und wahrscheinlich wird tun nur nachher darüber entscheiden, wer von den beiden das Sagen hat. Wobei ich eher dafür bin, dass er mir hier das Sagen übergibt. Ja. Oder ich wenigstens Graven Ash überwachen darf, weil selbst den darf man hier nicht frei herumlaufen lassen. Sonst muckst der jeden ab, der nur falsch niest. Welche andere Wahl habe ich denn? Ja, stimmt, würde uns alle aus reiner Eitelkeit in Gefahr bringen. Außerdem wissen wir alle, dass jemand die Stufen nach dem Ende des Krieges beherrschen und beschützen muss. Deshalb werde ich mit dem Schutz der Stufen vor der Verdorbenheit des Scharlachroten Chors beginnen. The Archon of Secrets left behind one of his spies. Perhaps we should send her back to her master in pieces. Der Archon der Geheimnisse hat einen seiner Spione zurückgelassen. Vielleicht sollten wir sie in Stücken zurück zu ihrem Meister schicken. Raven Ash kneift seine Augen zusammen und deutet mit einem Finger auf Lyra. Barracks Rüstung macht ein misstönendes Geräusch, das sich so anhört, als würde es würde sich Eisen unter Druck verbiegen. Alle Anwesenden im Raum schauen ihn an. Something to say, Barrack? Hast du etwas zu sagen, Barrack? Ash wirft dem Steinschild einen verwirrten Blick zu. Nothing at present, Archon. Forgive the interruption. Im Moment nicht, Archon. Vergib meine Unterbrechung. Du glaubst in Barracks sonst distanzierten Starren, einen Anflug schwacher Hoffnung zu erkennen. Will er jetzt Lyra töten oder will er, dass ich Lyra weiter in meiner Garde habe? Ich bin überrascht, dass du immer noch hier bist. You and me both, but the Archon was insistent in his wording. Watch that Fatebinder, even if I make a public display suggesting otherwise. But now I'm thinking I shouldn't have stuck around. Das geht uns beiden so, aber der Archon wehte sehr eindringlich seine Worte. Behalte diesen Schicksalsbinder im Auge, selbst wenn ich öffentlich das Gegenteil vorschlage. Jetzt aber beginne ich zu glauben, dass ich besser gegangen wäre. Lyra gehen lassen, Lyra gehört zu mir. You would harbor the Archon's henchmen in your company? This is aiding and abetting the voices of Narat. I cannot stand for it. Du akzeptierst die Schergen des Archonten in deiner Gesellschaft? Das ist Beihilfe für Narat, stimmt, das kann ich nicht dulden. Wenn sie tot ist, kann sie uns nichts über den Scharlachroten Chor oder Narats Stimme erzählen. Vielleicht will ich, dass Narat denkt, ich würde sorgfältig beobachtet. The voices of Narat knows better, of that much I can assure you. Whatever deceitful ploy you have in mind, he can think lifetimes ahead of it. Nerats Stimme weiß es besser, das zumindest kann ich dir garantieren. Welche Ränke du dir auch ausgedacht haben magst, er kann mehrere Jahrhunderte vorausdenken. You are playing a dangerous game, Binder. If you wish to hold a venomous serpent so close, I will allow you your own self-destruction. Du bist ein gefährliches Spielschicksalsbinder. Wenn du eine Giftschlange in deiner Nähe haben willst, dann will ich deiner Selbstzerstörung nicht im Wege stehen. Now leave me. When you are ready to join the assault, speak to the Iron Marshal. Und jetzt lass mich allein. Sprich mit dem Eisenmarschall, wenn du bereit bist, dich dem Angriff anzuschließen. Ah, Mann, Mann, Mann. Ja, Schlacht bei Echo-Rufkreuzung. Neues Sendschreiben? Nö.
Ja, Eroberung des äußeren Tals, die Schlacht von Echo-Ruf-Kreuzung. Wille des Eroberers. Komm in der Ruine. Was habe ich jetzt eigentlich gerade abgeschlossen?